Das steckt hinter der europäischen Innovationspartnerschaft Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit, kurz EIP Agri. Simon ist Landwirt und hat ein Problem. Genauer gesagt, viele kleine. Denn in seinem Getreidespeicher haben sich Schädlinge breit gemacht. Simon befürchtet, sein Getreide und damit viel Geld zu verlieren. Daher geht er der Sache auf den Grund. Wie wird er die Krabbeltiere wieder los? Und was kann den Befall in Zukunft verhindern? Sein Kollege Jens weiß Rat. Gemeinsam besuchen sie Frau Müller, ihre Beraterin bei der Landwirtschaftskammer. Sie verfügt über ein breites Netzwerk und bringt Simon und Jens mit dem Forscher Marc und der Unternehmensvertreterin Lena an einen Tisch. In Gesprächen entwickeln die vier eine Idee. Könnte man nicht durch akustische Signale den Insektenbefall in Silos frühzeitig identifizieren? Je eher man den Befall erkennt, desto geringer ist der Aufwand, die Schädlinge zu bekämpfen. Eine innovative Idee, die Simon und die Gruppe gern in einem Projekt ausprobieren wollen. Aber wie? Hier kommt EIP Agri ins Spiel. Die zuständige Innovationsdienstleisterin Frau Hurtig kennt die Details. Der Ansatz hinter EIP Agri ist, die landwirtschaftliche Produktion bei geringerem Ressourcenverbrauch zu steigern und dadurch nachhaltiger zu machen. Mit dem Ziel, mehr mit weniger zu produzieren. Innovationsprojekte wie die von Simon werden dabei mit Fördergeldern unterstützt. EIP Agri soll außerdem dazu beitragen, Forschung und landwirtschaftliche Praxis besser zu verzahnen. Simon, Jens, Marc und Lena arbeiten in einer sogenannten operationellen Gruppe, kurz OG. In ihr entwickeln Landwirte, Forscher, Berater sowie Unternehmen des Agrarsektors neue praxistaugliche Lösungen. Innovationen für eine nachhaltige Landwirtschaft. Frau Hurtig steht Ihnen im Antragsverfahren und Projektverlauf beratend zur Seite. Eine durchschnittliche Projektdauer beträgt 3 Jahre. Im Anschluss werden die gewonnenen Informationen veröffentlicht. So entsteht aus der innovativen Projektarbeit ein lebendiges EU-weites Wissensnetzwerk, betreut und moderiert von der deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume und Innovationsdienstleistern der Bundesländer. Der Gruppe gefällt das. Denn mit EIP Agri wird in vielen Teillösungen das große Ziel, mehr mit weniger zu produzieren, vorangetrieben und Simons OG kann sich mit vielen anderen OGs zum Thema Getreide und Schädlingsbefall austauschen. So lernen alle dazu. Simon hat dank EIP Agri sein Problem gelöst. Mit dem Beetle Soundtube bleibt sein Getreidespeicher in Zukunft schädlingsfrei. Und das Beste, der vieler anderer Landwirte auch. Wollen auch Sie ein Projekt anstoßen? Alle Informationen zur Förderung in den einzelnen Bundesländern und ihren unterschiedlichen Förderrichtlinien finden Sie auf den Seiten der DVS.